Wie jede Frau drückt das Schreiben das Tomatenpüree komplett falsch aus der Tube. Sie drückt in der Mitte, hier, statt am Ende, wo jeder richtig Mann auf die Tube drückt. Du drückst das Püree komplett falsch aus der Tube. Du drückst in der Mitte, statt am Ende. Tu ich das? Ja, schau hier. Da. Ja, ist das etwas schlimm? Ich darf das schnell erklären. Schau mal, wenn du hinten drückst, hier, siehst du, so, dann tut sich der ganze Inhalt, also in dem Fall Tomatenpüree, kompakt auf den Tubenausgang bewegen. Na und? Also. Ja. Jede Beziehung hat ihre Entwicklungsphase. Das ist ja grundsätzlich gut, hat aber einen Haken. Denn meistens befinden sich die Beteiligten nicht in der gleichen Phase. Schneider zum Beispiel steckt gerade in der Tubenphase, während ich die ohne Deckelphase durchleide. Also du kochst ja wirklich gut, aber weißt du eigentlich, wofür es Deckel gibt? Wie meinst du das? Naja, das Spaghettiwasser kocht schneller, wenn der Deckel drauf ist. Und wo haben wir den Deckel? Im Schlafzimmer. Ich weiß ja, dass du nichts mit Deckeln anfangen kannst, auch nicht mit Klodeckeln. Den lässt du immer oben. Das Verrückte an Beziehungen ist, dass alle Pärchen früher oder später genau gleiche Probleme haben. Am Anfang von einer Beziehung tut man nur schmunzeln über so eine total verquetschte Tube. Man gibt seiner Liebsten ein Schmützli und weiss, dass so eine Kleinigkeit überhaupt kein Thema ist. Aber auch eine Beziehung entwickelt sich irgendwann weiter. Widerwillig legt Schneider also den Deckel auf den Topf. Wetten, dass er in 2 Tagen wieder Wasser kochen wird, wieder ohne Deckel. Bei mir tauchen leise Zweifel auf. Zweifel an seiner Intelligenz. Er hat Matura, aber reicht das? Zweifel an seiner Liebe. Er missachtet meinen Ratschlag, also auch mich. Kurz, die ohne Deckelphase ist für mich eine schwere Prüfung. Denn was kommt danach? Womöglich die Schatz, wo sind meine Sockenphase? Spätestens dann werde ich uns für eine Paartherapie anmelden, sofern mein ohne Deckel kochender Schneider reif dafür ist. Was? Kurz noch, eine Paartherapie? Natürlich nur, wenn du reif dafür bist. Aber wahrscheinlich drückst du ja noch eine Weile an deiner Tubenphase herum. Ja.